Hi Leute und willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Mir ist CJ von Ulya Guten Gaming. Abend, Herr. Oh ja, guten Abend. Guten Abend. Und ja, ich habe noch ein bisschen was umgestellt. Jetzt lässt sich das auch ein bisschen WoW-like steuern, so mit Pfeiltasten links, rechts, vorne, hinten. Und ich kann meine rechte Maustaste ge gedrückt halten und nur einen Scheiß machen. Okay, ich höre auf, sonst wird euch schlecht. Mir im Übrigen auch. Aber jetzt macht es doch schon gleich viel mehr Spaß. Ich habe mein HUD von meiner Aufnahmesoftware umgestellt. Was? Macht das Spiel gleich noch viel mehr Spaß. Hallo, da bin ich. Kann ich helfen? Schafft den verdammten Köter aus der Speisekammer. Aber Herrin, er lässt uns nicht in seine Nähe. Wenn ich nicht in die Speisekammer komme, ziehe ich euch die Haut ab. Nutzloses Elfenpack. Beruhigt euch, gute Frau. Wir sind hier, um zu helfen. Ihr, euer verdammter Köter ist ständig in meiner Speisekammer. Schlachten sollte ich das Biest. Ihr und ihr. Genau. Wenn ich das mache, kommen wir nicht mehr hinein. Oh, bitte. Liebe Frau, beruhigt euch. Jetzt reicht's. Ich kündige. Informiert die Turner. Ab sofort koche ich in einem netten kleinen Anwesen in Benorn. Nan, bitte. Wir fangen den Hund. Beruhigt euch. Schafft ihn einfach raus. Als hätte ich mit einem Schloss voller hungriger Soldaten nicht schon genug Sorgen. Und ihr beiden, steht nicht rum wie zwei Armleuchter. Verschwindet. Die ist eindeutig unter F Geld, ne? Ihr wisst schon. Um Charaktere mit neuen Gegenständen auszurüsten, musst du das Inventar öffnen. Klicke jetzt auf das hervorgehobene Symbol und drücke I. Gut, dass ich mein HUD umgestellt habe. Verdammt, Entschuldigung, Leute, ich muss immer noch lachen, ein wenig. Ja. Wäre total toll, wenn das Tutorial jetzt weggehen könnte. Um einen Gegenstand abzulegen, musst du ihn nur von seinem Symbol auf der linken Seite des Bildschirms zurück in sein Inventar legen. Warum zum Henker sollte ich das jetzt machen? Jetzt bin ich doch vollkommen. Wechsel jetzt deine Rüstung oder. Zu was denn? Plötzlich. Oh Gott. Oh. Das ist schon wieder zu viel am Anfang dieser Folge. Platziere Verbrauchsgegenstände in deiner Schnellleiste, um einfach auf sie zugreifen zu können. Zieh jetzt einen Gegenstand in deine Schnellleiste. Na, das kriege ich noch hin. Hier, komm aber ganz hinten. Warum ich solche Spiele immer Lügen strafen müssen? Ich weiß es nicht. Gut. Bin ich auch wieder voll angezogen. Und diese gute alte Frau ist immer noch unter. Naja. Und so. Der Mabari! Ist ganz schön groß. Seht euch das an. Wie ist der nur hier reingekommen? Ich fürchte, da hat irgendwas anderes gewittert. Wartet, hört ihr das? Mein Hund heißt. Kurkumba. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht falsch geschrieben habe. Ich sag doch, er hat irgendwas anderes gewittert. Ich bin noch nicht ganz dämlich. Naja, nur halb. Okay. Greift an. Greift den an und du greifst den an. So, jetzt können wir mal hier loslegen. Zack. Fiese Tricks hier. Verdammte Ratten. Ich muss die Musik immer noch leiser machen. Das erinnert mich an die schlechten Abenteuergeschichten meines Großvaters. Euer Hund muss sie durch ihre Löcher gejagt haben. Er wollte gar nicht die Speisekammer plündern. Nein, wollte er auch nicht. Hab ich doch gesagt. Also, ich hab's Das geahnt. waren Ratten aus der Korkari-Wildnis. Das sagen wir Nan lieber nicht. Sie ist schon aufgebracht genug. Aber nachdem ihr jetzt bei eurem Mabari seid, kann ich ja gehen. Ich muss mich auf die Ankunft der Soldaten des Aals heute Nacht vorbereiten. So, das hätten wir.
Und ich bin froh, dass ich Kurkuma wirklich richtig geschrieben habe. Das habe ich ihn nämlich Gurke genannt. Voll gut. Ich bin stolz auf mich. Wird erledigt. Wobei, wenn ich das ohne BER und mit A, also MA am Ende geschrieben hätte, wäre das Ingwer gewesen. Ne? Das ist, muss man aufpassen. Das war mal richtig. Ist da dieser freche Köter putzt sich auch noch, nachdem er meinen Braten gefressen hat. Was? Braten? Etwa die großen Grauen? Die werden euch in Stücke reißen. Seht ihr? Jetzt habt ihr die Dienerschaft erschreckt. Ich hoffe, diese Biester sind tot. Ich würde dir liebend gerne irgendwas jetzt gerade... Egal. Hm. Bestimmt hat der Hund die Ratten erst angelockt. Oh, schau mich nicht so an. Ich bin immun gegen deinen Hundeblick. Glaube ich nicht. Also gut, hier, das ist für dich. Und sag nicht, dass Nan dir nie etwas gibt, Mistköter. Alter! Danke, Herr. Jetzt können wir weiterarbeiten. Das ist aber nett. Ja, genau, ihr beiden. Was steht hier noch rum? Habe ich jetzt ein paar EP bekommen, XP? Nein? Schade. Wobei, doch, hier ist so die EP-Leiste. 955 von 2000 bis Stufe 2. Na dann, was ist das? Gegenstandsbonus. Wir suchen immer noch meinen Bruder. Guten Abend, Herr. Guten Abend, liebe Wache. Was haben wir hier? Und das hier brachte Bryce im letzten Jahr aus Orlais mit. Der Marquis, der es ihm gab, war betrunken, soweit ich weiß, und hielt Bryce für den König. Ah, da ist mein jüngerer Sohn. Kann ich davon ausgehen, dass du den Aufruhr in der Küche beendet hast, nachdem dieser schreckliche Hund bei dir ist? Ja, natürlich. Ah, wunderbar. Das hören unsere Gäste so kurz vor dem Abendessen sicher gerne. Ist da Rattenwahn? Schatz, du erinnerst dich an Lady Landra, die Frau von Ben Lauren? Ich glaube, wir haben uns zuletzt auf dem Frühlingsempfang eurer Mutter gesehen. Ich bin wirklich stolz auf das Taktgefühl meines Kindes. Nun, es war ein sehr schöner Empfang. Ja, ich denke auch. Soweit ich mich erinnere. Ja. Alte. Was nicht viel sein kann, wenn man bedenkt, dass wir dich zur Kutsche tragen mussten. Ihr erinnert euch an meinen Sohn Byron. Er wird euren Vater morgen begleiten. Ich bin erfreut, euch wiederzusehen, Herr. Gleichfalls, gleichfalls. Und dies ist meine Kammerfrau Eilna. Sag etwas Liebes. Das ist gut. Ich fühle mich sehr geehrt, Herr. Ich habe schon viele wunderbare Dinge über euch gehört. Wisst ihr was, Eleanor? Ich glaube, das Mädchen hat ein Auge auf euren Sohn geworfen. Oh, Lady Landra! Landra! Das arme Ding wird ja ganz rot. Hm. Wie ihr wünscht. Ja, ich denke, ich ziehe mich jetzt zurück. Ja, das denke ich auch. Byron, Iona, wir sehen uns dann beim Abendbrot. Wir sollten uns ins Studierzimmer zurückziehen. Guten Abend, eure Lordschaft. Iona, ich wollte doch gerade mit dir reden. Und dabei ist mir gerade eigentlich noch eingefallen, dass dieses Spiel hier ab 18 ist. Das heißt, ich kann ja tun, machen lassen und sagen, was ich eigentlich möchte. Das finde ich eigentlich voll gut. Hallo, mein lieber Junge. Hallo! Wie es der Zufall will, wollte ich diesen Junkern gerade die Geschichte eurer Familie erläutern. Oh Gott. Ja, mach das, ich kann das nicht. Nein, Geschichte ist langweilig. Werte Herren, ihr sprecht von den Kuslens, der Familie, in deren Schloss ihr lebt. Etwas mehr Respekt, bitte. Wie ich sehe, habt ihr euch nicht verändert. Nee. Hey. Vielleicht würde die Lektion auch euch nicht schaden. Heißt das, wir müssen jetzt euch zuhören? Ruhe! Ich lasse nicht zu, dass ihr beiden großmäulige Rüpel werdet. Vielleicht solltet ihr besser gehen. Sie brauchen nicht noch mehr Ablenkung. Ich mache hier Ordnung und mir einfach die ganze Geschichte selber erzählen. Ja, besser ist das. Diese alten Leute von heute. Okay, wir suchen immer noch unseren Bruder. Aber dabei könnte ich ja eigentlich noch irgendwas erzählen. Das Problem ist... Herr, wir haben nur... Immer wenn ich irgendwas erzählen möchte, kommt irgendeine neue Cutscene und ich kann nichts erzählen. Die Schatzkammer ist sicher.
Keine Ahnung, warum der Terran uns hier stationiert hat. Wir wissen das zu schätzen, Herr. Ja, ja, ich bin nur einer von Danke. Euch eigentlich. So, weiter geht's. Schlüssel erforderlich. Ich bin der Herr. Gibt es eigentlich sowas wie M? Ja, M gibt's. Das ist voll gut. Ich bin hier vollkommen am Arsch. So. Okay, jetzt wollte ich noch irgendwas zur Geschichte erzählen. Also eigentlich wollte ich was erzählen und ich erzähle jetzt was zur Geschichte. Zwar von BioWare. Das Spiel ist ja von EA und BioWare. Und BioWare ist ja bekannt für seine extrem geilen Rollenspiele. Ich meine nicht nur Dragon Age 1, 2, 3, die haben ja noch Mass Effect 1, 2, 3 und jetzt aktuell ja Mass Effect Andromeda. Weil ich gar nicht weiß, das muss von BioWare sein. Ich sage jetzt einfach, was von BioWare. Das geht einfach nicht anders. Neverwinter Nights haben sie auch gemacht. Also die haben wirklich schon richtig geile Spiele gemacht. Und eigentlich fast jedes einzelne Spiel ist so richtig geil, dass das geiler schon gar nicht mehr geht. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich spiele jetzt Dragon Age nochmal. Und Let's Players dann nebenbei auch. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht, dass ich solche langen Spiele nochmal spiele, weil sie sind halt, wie soll man sagen, lang. Zwar richtig geil, aber lang. Und sind halt sehr viel Zeit in Anspruch. Und wenn man so Let's Play nicht als Hauptberuf macht, ist das da schon sehr viel Zeit. Aber für Dragon Age habe ich gesagt, mache ich das, weil ich da gerade richtig Bock zu hatte. Gibt es wirklich einen Krieg, Papa? Bringst du mir ein Schwert mit? Es heißt Schwert, Oren. Ja, ich bringe dir das mächtigste Schwert, das ich finde, versprochen. Und ich bin im Nu wieder da. Ich wünschte, der Sieg wäre wirklich so sicher. Mein Herz ist in Aufruhr. Mach dem Jungen keine Angst, Liebling. Vertrau mir. Und da ist mein kleiner Bruder, um mich zu verabschieden. Trockne deine Tränen, Schatz, und wünsch mir alles Gute. Er ist sterblich wie alle anderen, auch wenn er es nicht glaubt. Hey, Liebes. Mach dir keine Sorgen. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Nein, das wünschte ich eigentlich nicht. Wirklich? Ist er auf einem Griffin geritten? Nein. Oren. Griffins gibt es nur in Märchen. Ich habe davon gehört. Hat er gesagt, warum er hier ist? Er sucht wohl Rekruten. Oh. Wenn ich ein grauer Wächter wäre, Bruder Herz, würde ich dich auswählen. Was Vater natürlich niemals zulassen würde. Ja, das ist richtig. Ich wünschte, du könntest mitkommen. Die dunkle Brut alleine zu besiegen, könnte anstrengend werden. Euer Vater würde niemals seine beiden Erben der Gefahr aussetzen. Mutter hat tagelang mit Vater darüber gestritten. Schade. Ich hätte dich gerne an meiner Seite gehabt. Das kann ich mir vorstellen. Dann sind die Männer des Arls noch nicht hier? Gehen diese Dummköpfe denn alle rückwärts? Etwas, ja. Ich breche dann mal lieber auf. Ich muss schließlich die dunkle Brut ausrotten. Nun denn, bis bald, meine Liebe. Ich möchte hoffen, mein lieber Junge, dass du auf uns wartest, bevor du dich verabschiedest. Leb wohl, mein Sohn. Ich werde jeden Tag für dich beten. Ja, ist aber nett. Der Erbauer wache über uns. Möge er unsere Söhne, Männer und Väter beschützen und sie wohlbehalten zu uns zurückführen. Und wenn er schon dabei ist, soll er gleich Bier und ein paar Dirnen schicken. Für die Männer natürlich. Fergus, nicht vor deiner Mutter. Wieso soll er denn vor seiner Mutter nicht von Birnen sprechen? Ja, genau. Eine Birne ist eine Frau, die in einer Taverne das Bier ausschenkt, Oren. Oder eine Frau, die selbst viel Bier trinkt. Bryce, beim Erbauer schlimmer als eine Horde Halbwüchsiger, sage ich dir. Die Familie gefällt mir. Ich werde dich vermissen, Mutter. Pass auf sie auf, Bruder, hörst du? Ja, natürlich. Oh, natürlich. Wie erfreulich, ich dass ich so umsorgt werde. Genug. Geh heute früh zu Bett. Du hast morgen viel zu erledigen. Wer, ich? Ich wollte doch noch, ich hab... Och Mensch. Jetzt muss ich wieder früh ins Bett, das will doch keiner. So. Muss ich denn jetzt... So, ein Questlog. Ich such mal unter Q. Nein, da dreht er sich nur. Taktikkarte. Tagebuch. J, ja. Aktuelle Quests, wir haben keine erfunden, aber... Absolvierte Quests, Codex-Einträge, Gesprächsverlauf... Herunterladbare Inhalte. Das ist gut, dass das im Inhalt, dass das, im Tagebuch ist. Das finde ich gut. Wie schön, dass mir das die Entscheidung abgenommen wird, was ich jetzt machen möchte. Es ist
sehr zuvorkommt von dem Spiel. Aber ich denke, es wird mir noch genug Freiheiten lassen. Ganz gut trainiert. Definitiv gut trainiert. Was los? Was los? Und ich halb nackt. Na toll. Achso, Moment. Ich könnte ja hier Taktikansicht. Können wir jetzt mal Bari. Das ist wohl sinnvoller, als halbnackter Koroba zu kämpfen. Ja, das ist gut. Komm mal, Bari, mach mal. Ja, das finde ich jetzt prinzipiell immer nicht ganz so lustig. Dann hau ich dich jetzt halt nackt um. Das ist mir auch egal. Das ist in dem Fall nicht nur in dem Spiel so, sondern auch in anderen Spielen, dass ich es ziemlich ätzend finde. Und wenn dann solche Überfälle kommen, okay. Und prinzipiell ist das ja auch richtig, wenn ich jetzt nur nicht... Also, es ist überhaupt nicht richtig, dass ich es schon mal schaffe, während so eines Kampfes hier in die Kiste zu greifen und zu sagen, jetzt nehme ich alles, was da drin ist. Und wenn ich das aber machen kann, dann kann das Spiel bitte auch so freundlich sein und mein Sixpack... Verdammt, ich drehe mich um, das will ich alles gar nicht sehen. Es ist... Naja, ne? Von der Seite ist gut. Wenn ich dann aber nicht, in die Kiste greift, dann kannst bitte auch meine Rüstung, meine Waffen wieder so anlegen, wie sie vorher waren. Damit ich das jetzt nicht alles selber machen muss. Ja. Dolch. Zweiter Dolch. Ich dachte, ich kämpfe mit Doppeldolchen. Da. War da noch was? Ich glaube nicht. So. Soll das Spiel nicht schmälern? Wollte ich nur gesagt haben. Ist ja nicht nur bei diesem Spiel so. Das. Achso, Gifte müsste ich erst herstellen, ja? Okay. Das. So. Und jetzt lassen wir unser Mabari mal kämpfen hier. Der kann das nämlich wesentlich besser als wir, habe ich so das Gefühl. Wunderbar. Liebling, ich hörte draußen Schreie und habe das Schlimmste befürchtet. Hallo Mutter. Bist du verletzt? Schön, dass du es noch geschafft hast, dich zu schminken. Das finde ich voll gut. Ich wurde von einem Schrei geweckt. In der Halle waren Männer. Darum habe ich die Tür verriegelt. Hast du ihre Schilde gesehen? Das sind Hausmänner. Warum sollten sie uns angreifen? Weil er uns verraten hat. Du denkst, Hausmänner kamen absichtlich so spät? Dieser Bastard. Ja. Ich schneide ihm seine Zunge ab. Hast du deinen Vater gesehen? Er ist nicht ins Bett gekommen. Nee, leider nicht. Wir müssen ihn finden. Okay, du läufst hier. Das werde ich sicher nicht. Doch, schmink dich ab. Ich bin kein orlesianisches Mauerblümchen. Gib mir ein Schwert und ich verwende es. Gehen wir. Stufenaufstieg. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, gewinnt dein Charakter neue Fähigkeiten und verbessert seine Statistiken. Führe einen Linksklick auf das Symbol Plus-Symbol neben dem Porträt deines Charakters aus, um beim Level aufzusteigen. Gut, mach ich. Oh, drei Attribute. Ist halt die Frage. Also Magie brauche ich mit Sicherheit nicht. Also, naja. Grundsätzlich brauchen wir das vielleicht auch irgendwann so einmal. Ich nehme jetzt die drei erstmal. Und wieder ein. Ja. Ich nehme erstmal Waffenfähigkeit 2. Jetzt kann ich mir wieder einfach schurkisches.
Das ist auch so, das war passiv, okay. Das ist auch... Benötigt 16 Geschicklichkeit, benötigt verbesserte... Okay, das habe ich gerade beides zufällig genommen. Der Charakter ist außerordentlich geschickt darin, in jeder Hand eine Waffe zu führen, wodurch er sowohl Angriffe als auch Verteidigungsboni hält. Dann nehme ich das doch auch noch gerade. Gut. Aber mein Mabari ist ja auch noch hier gekommen. Der kriegt, ich wollte gerade sagen, der kriegt 2 auf Konstitution und 1 auf Stärke. Mehr kriegt er nicht, na gut, kann ich mit leben. Jetzt habe ich meine Mutter auch noch am wie auch immer. Alles mitnehmen. Okay, und jetzt bin ich mir mittlerweile auch ziemlich sicher, dass ich das damals wirklich als Magier gespielt habe, denn das kenne ich jetzt so definitiv nicht. Nicht in irgendeiner Art Erinnerung oder wie auch immer. Nein, mein kleiner Oren. Welcher Teufel schlachtet Unschuldige ab? Okay, das ist jetzt ziemlich dreist. Dafür werden sie bezahlen, aber definitiv. Nicht einmal Geiseln. Er will uns alle töten. Oh, armer Fergus. Gehen wir, ich will das nicht sehen. Nein, aber habe ich jetzt eigentlich irgendwie mal eine Waffe gegeben? Habe ich eine Waffe? Streitkolben. Naja, bitte. Kann sie haben. Will sie trotzdem nicht spielen. Mal hier rüber. Mal checken. Hier waren wir schon. Da kamen wir raus, ne? Heißt, wir müssen jetzt durch diese tolle Tür. Ja, ja. Hat hier überhaupt mal irgendwer Verteidigung? Ich glaube nicht. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Nach dem Kampf unbedingt die SFX. Leiser machen. Das ist ja grauenvoll gerade. So, so. SFX, 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 SFX. Option. Audio. Ja gut, Dialoge muss ich nicht zwangsläufig, aber die SFX bitte hier mal. Die Musik muss auch noch ein bisschen leiser. So, okay. Nee, nicht verlassen. Gut, gut. Dann gehen wir hier lang. Die gute Landra. Es tut mir leid. Hätte sie mich nicht besucht, wenn sie nicht hier. Schlosslager. Sie haben echt alles abgeschlachtet. Diese Schweine. Inklusive Frauen und Kinder. Das ist nur das Beschissenste, was man machen kann. Das ist, da, Schurke hin oder her. Das ist vollkommen Wumpe. Das gibt Ärger. Aber so richtig. So, ich muss mal, gerade mal gucken hier, ne? So. Ich wollte gerade sagen. Jetzt gehe ich vorher verstohlen vor. Na toll. Männer müssen überall sein. Sei nicht töricht. Das wäre dein sicherer Tod. Das Haupttor. Dort muss dein Vater sein. Wenn Hausmänner im Schloss sind, kontrollieren sie es längst. Wir müssen also durch den Gesindegang in der Speisekammer fliehen. Hörst du mich? Dann überlebe und sorge dafür, dass er bestraft wird. Gesindegang in der Speisekammer. Natürlich. Na dann, so, ich gehe trotzdem weiter in Verstohlenheit. Jetzt mal ein bisschen vorbereitet. Was ich hier auch gerade sehe, was ich gar nicht mehr wusste, ist, dass man anscheinend wieder HP regeneriert. Wenn die Kämpfe vorbei sind. Das ist zumindest bei Dragon Age 3 nicht so. Das Schloss ist gefallen! Ich verschwinde! Ja, ja. Da! Da kommen sie! Ja. Kampf nicht aktivierbar, ja, da freue ich mich doch, aber hier komm. So. Wenigstens klappt das mit unfairer Kampf noch ganz gut. So, weiter geht's. Haben die Gegner schon mal Bari? Tatsächlich. Achso, kann ich noch nicht wieder.
Achso, nee, das kann ich nur für mich selbst nehmen. Okay, ich sehe schon, das ist nicht okay. Das war so nicht geplant. Kurukumba. Aber gern. Ja, bitte. Okay, weiter. Oh Gott. So, jetzt habe ich den Mabari erstmal hier einen geilen, fiesen Angriff ins Gesicht geschleudert. So, meine Frau Mutter, bei der sieht es gar nicht gut aus. Macht nichts, ich werde die jetzt trotzdem mal töten. Denn mich selbst kann ich ja im Grunde heilen, das ist ja alles kein Problem. Müsste ich nur mal aufpassen, nee, dass ich jetzt nicht sterbe, aber das sieht alles ganz gut aus. Da sind sie auch schon alle da und bleib stehen, du Affe. Das ist doch keine Chance. Schutt. So, was auch immer jetzt passiert, ich nehme nochmal so einen Wundumschlag. Es ist immer noch verdammt laut, wie ich feststellen muss. So, Questlog nochmal angucken. Finde deine Familie, bevor es zu spät ist. Gibt es hier sonst noch andere Sachen? Ne, das heißt, ich muss jetzt wirklich hier rein. Oh Gott, jetzt geht's los. Nö, ich gehe, komm. Das war keine gute Idee. Ich gehe mal wieder hinten. Damit ich wenigstens nicht vom Zauber getroffen werden kann. Also mein Mabari wird das schon alles machen. Das ist kein Problem. So, jetzt gehe ich mal an der Seite auf die Bogenschützen drauf los. Und gleich versuche ich ihn mal hier. Achso, den habe ich da gemacht. Okay, das ist okay. Das kann ich machen, den unfairen Trick da. Oder den unfairen Kampf. Nur gerade mal gucken hier. Zack. Ging das nicht? Brauche ich ein bisschen mehr? Okay. Das ging. Doch. Bring ich. Erst dich und dann die Kuslins. Aber eigentlich sind es doch die Howls, die ich zur Fall bringen möchte, nicht die Kuslins. Kuslins bin ich euch. Dachte ich jetzt gerade so bei mir. Aber wer lebt noch? Irgendwer da hinten. Na, so lange lebst du aber auch nicht mehr. Yeah! Vorwärts! Bemannt das Tor! Haltet diese Hundesöhne auf, solange es geht! My Lady, Herr! Ihr seid beide am Leben. Ich versichere, Hohes Männer werden zu euch durchgebrochen. Nee. Ja, doch, vielleicht. Sie haben Orianna und Auron getötet. Es ist schrecklich. Seid ihr verletzt? Macht euch um mich keine Sorgen, my Lady. Danken wir dem Erbauer, dass ihr selbst unversehrt seid. Als ich erkannte, was passierte, konnte ich nur noch die Tore schließen. Aber sie werden Hohes Männer nicht lange aufhalten. Wenn es noch einen Weg aus dem Schloss gibt, benutzt ihn. Schnell! Wo ist der graue Wächter eigentlich? Keine Ahnung. Denkt ihr, er hat etwas mit der Sache zu tun? Nein. Vielleicht wurde er geschickt, um Bryce zu töten. Oh nein. Habt ihr ihn gesehen? Als ich den Terran zuletzt sah, war er schwer verletzt. Ich drängte ihn, sich nicht zu bewegen. Aber er war entschlossen, euch zu finden. Er ist zur Küche gegangen. Vermutlich dachte er, ihr würdet am Gesindeeingang in der Speisekammer auf ihn warten. Gesegnet, Sir Gilmore. Möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. So, noch fix looten hier. Ich muss gerade mal gucken, gibt es eine Alles-Loot-Funktion? Ja. Schon so lange her, als ich das gespielt habe. Es kam ja, glaube ich, 2009 raus. Und ja, es kam Ende 2009 raus, das heißt 2010 habe ich es gespielt, also Anfang 2010. Und da ist schon ein bisschen länger her, ne? Ja, Küche. Schnell dahin, am Gesindeeingang. Warum der nur da auf uns warten will, weiß ich auch nicht. Natürlich nicht. Nee, aber okay, jetzt kommen wir hier nicht lang. Wir müssen außen herum. Ja, machen wir mal. Was bitte ist denn außen? Das ist aber ein ganz anderes Außen. So ganz außen. Ist das hier richtig?
Nee, ich könnte hier lang, also wenn das geht. Nein, Moment, bin ich schon wieder falsch? Da muss ich hin, das heißt, ich muss jetzt doch hier, okay. Doch ganz außen lang. Na gut, da werden wir wohl noch so ein, zwei Gegners entgegenkommen. Hoffentlich ist Mutter Malol entkommen. Huch! Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Also beziehungsweise, ich hätte da gar nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, aber... Kann ich eigentlich auch Linksklick machen? Jo. Also noch geht das ja recht gut ohne größere Taktiken, sag ich mal. Wie war das eigentlich, wenn ich Pause drücke? Kann ich jetzt... Jetzt könnte ich theoretisch wieder irgendwas Taktisches machen, ne? Mit, wollte ich aber soweit gar nicht. Jetzt mal wieder einen verdammten Weg finden. Natürlich. Ich meine, da gibt alles EP. Das ist das, was mich immer grundsätzlich aufrecht hält bei solchen sinnlosen, vielen Kämpfen, sage ich mal. Es gibt alles EP. Das ist gut. So, unfairer Kampf hier, komm. Also, der kriegt gleich einen Schildhammer ab. Ich glaube, Sir Gilmer könnte man einfach ganz gut gebrauchen, ne? Der hat das schon ganz gut drauf. Kann ich... Moment. Ich suche immer noch einen Weg. Das gibt's gar nicht. Jetzt muss ich wieder hier rein, ja? Und dann gehe ich hier durch. Da. Das müsste doch gehen. Hoffe ich. Oh, wird gespeichert. Das ist nicht gut. Okay, der ist gerade betäubt. Aufmerksamer Wächter. Na gut. Ich bräuchte mal... Also, so cool das eigentlich auch ist... dass ich sehr viele passive Sachen habe. So einen aktiven Special könnte ich mir doch mal in der nächsten Stufe auch mal genehmigen. Klappe! Kocht lieber was für mich. Ihr seid doch die beiden, die kochen können. Oder nicht? Die Definition von vollkommen... Achso, jetzt kann ich... Hoffentlich wieder hier zurück. Das müsste jetzt gehen, oder? Ansonsten sehe ich nämlich langsam keinen Weg mehr, wie ich da langkommen kann. Ja, geht. Gott sei Dank. Auch, au. Ja, da hätte man vielleicht auch mal vorher abhauen können. Kann ich jetzt eigentlich hier links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts? Nein, ich kann gerade gar nichts. Ich muss das mal checken. Vielleicht mal im Tutorial oder im, in irgendeiner, ich nenne es mal Bedienungsanleitung. Wie verdammt ich hier mit was? Ich eigentlich hier wie Schaden mache. Denn irgendwie kommt es mir gerade so vor, als ob der hier hauptsächlich irgendwo rumläuft. Oh nein, ja, mein Diener. Den ich so... Oh, mein Mambari ist auch fast tot. Mein Mambari ist tot. Das kannst du aber vergessen, du Arsch. Mambari. Ah ja, entsteht er wieder. Kann ich... Moment. Ich gehe mal mein Inventar. Und den Wundumschlag... nein. Ah. Das... So geht das also. Ja, ja. Muss man ja alles mal hier... Gut. Wir das auch? Das sollte kein Problem sein. Ja, ne? Denke ich auch nicht. So. Und hier waren wir doch schon mal. Oh nein, Vater! Ach, da seid ihr ja. Ich hab... Bryce! ...mich gefragt, wann ihr kommt. Beim Erbauer, was ist los? Du blutest ja. Hausmänner haben mich zuerst gefunden, hätten mich fast umgebracht. Warum?
Er darf nicht damit durchkommen. Der König wird... Bryce, wir müssen dich von hier wegbringen. Wenn ich aufstehe, sterbe ich vermutlich. Unsinn. Ach, mein Junge, wenn das so einfach wäre. Sobald Hausmänner durch das Tor brechen, finden sie uns. Wir müssen fliehen. Jemand muss Fergus erzählen, was passiert ist. Und dich rächen. Ja, Rache. Bryce, nein. Der Gesindegang ist gleich hier. Wir können gemeinsam fliehen. Du brauchst einen Heilzauber. Das Schloss ist umstellt. Ich schaffe es nicht. Der Terran hat leider recht. Noch kennen die Männerhaus diesen Ausgang nicht. Aber sie haben das Schloss umstellt. Es wird schwer, an ihnen vorbeizukommen. Dann seid ihr, Duncan, der graue Wächter? Ja, Herrin. Der Terran und ich wollten schon früher zu euch. Mein jüngerer Sohn half mir, hierher zu kommen. Dem Erbauer sei Dank. Das überrascht mich nicht. Wer denn helfen? Egal, was wir tun, wir müssen uns beeilen. Sie kommen. Duncan, ihr seid mir zu nichts verpflichtet, aber ich bitte euch, bringt meine Frau und meinen Sohn in Sicherheit. Das werde ich, eure Lordschaft. Aber ich fürchte, auch ich muss euch um etwas bitten. Was ihr wollt. Was hier passiert, ist nichts im Vergleich zu dem Bösen, das diese Welt bedroht. Ich kam auf der Suche nach Rekruten in euer Schloss. Angesichts der Bedrohung durch die dunkle Brut kann ich nicht mit leeren Händen abreisen. Ich verstehe. Ihr habt euch bis zu mir vorgekämpft. Ich glaube, die Absichten des großen Erbauers sind klar. Ich bringe die Törner und euren Sohn nach Ostagar. Dort erzählen wir Fergus und dem König, was passiert ist. Und dann wird euer Sohn ein grauer Wächter. Solange Hau bestraft wird, bin ich einverstanden. Dann seid ihr bei den grauen Wächtern willkommen. Kämpft an unserer Seite. So soll es sein. Gut, dann lasst uns rasch aufbrechen. Bryce, bist du sicher? Unser Sohn hat die Chance, die Welt zu verändern, anstatt durch Hausverrat zu sterben. Geh mit Duncan, mein Schatz. Ohne mich ist eure Chance zu entkommen viel größer. Elinor. Sag nichts, Bryce. Ich werde jeden töten, der durch diese Tür kommt, um ihnen Zeit zu verschaffen. Aber ich werde dich nicht verlassen. Nein. Mein Platz ist bei deinem Vater, bis dass der Tod uns scheidet. Schön geschminkt. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Unser Leben war gut. Wir haben alles getan. Nun ist es an unseren Kindern. Geh, mein Kind. Warne deinen Bruder. Wir lieben euch beide. Ihr macht uns stolz. Sie sind durch das Tor gebrochen. Wir müssen gehen, jetzt. Gib auf dich Acht. Ja, niemals mit bloßen Händen kämpfen. Werde ich nicht machen, also ich versuch's. Vorhin habe ich es zwar gemacht, da war ich aber auch nackig. Da kann ich das, da darf ich das. Und wenn ich gerüstet bin, dann immer mit Waffen. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Das ist nicht nötig, Duncan. Ihr seid Bryces jüngstes Kind, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass ihr uns schon einmal persönlich begegnet seid. Ja, so ist es.
Euer Bruder ist bereits mit den Männern aus High Ever angekommen. Aber wir warten noch immer auf euren Vater. Ja. Gefallen? Was meint ihr damit? Duncan, wisst ihr etwas darüber? Taryn Cousland und seine Frau sind tot, euer Majestät. Arl Howe hat sich als Verräter erwiesen und Schloss High Ever eingenommen. Wären wir nicht entkommen, hätte er uns getötet und euch irgendeine Geschichte aufgetischt. Ich kann es kaum begreifen. Wie konnte er nur glauben, mit einem derartigen Verrat durchzukommen? Sobald wir hier fertig sind, wende ich meine Truppen nach Norden und ziehe Howe zur Rechenschaft. Ihr habt mein Wort. Ich danke euch. Ich bin mir sicher, ihr würdet gerne euren Bruder sehen. Leider sind er und seine Männer gerade auf Erkundungsmission in der Wildnis. Nicht vor Ende der Schlacht, fürchte ich. Bis dahin können wir ihm noch nicht einmal eine Nachricht schicken. Verzeiht mir, aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann euch nur raten, euren Schmerz vorerst gegen die dunkle Brut zu richten. So soll es sein. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ja, und eine schnelle Drehung machen. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Lebt wohl, eure Majestät. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Besser geht's immer. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Du solltest nicht so über den König reden. Doch. Er mag übereifrig sein, aber er ist auch einer der wenigen Verbündeten der Grauen Wächter. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Taryn Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Okay. Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Während ich mich um ein paar Dinge kümmere, kann dein Hund bei mir bleiben. Das Zelt der grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke. Wenn du uns brauchst, findest du uns dort. So soll es sein. Ich danke dir, Duncan. Erfolg freigeschaltet, der letzte deiner Linie. Jawohl. Und Blut befleckt. Ja, jetzt haben wir gerade so einiges erreicht, wie ich es gerade sehe, ne? Eieiei. Was genau das ist und wie wir die nächste Stufe aufsteigen, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Einiges gemacht, ziemlich lange Folge. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.